Ja, Frau Wacker, schön, dass Sie es hierher geschafft haben zur Kamera an. Vielleicht stellen Sie sich einfach einmal kurz vor. Ich bin die Beate Wacker, ich bin 45 Jahre alt und arbeite jetzt hier im UKD seit 2011 und in der Intensivmedizin jetzt seit 22 Jahren in verschiedenen Bereichen. Habe auch viel in der Anästhesie gearbeitet und bin jetzt hier auf einer großen herz-thorax-chirurgischen Intensivstation und betreue noch die Covid-Station. Jetzt haben Sie reichlich Erfahrung, wie Sie gerade gesagt haben. Mit Covid-19 kam eine sehr neue Erkrankung auf einmal auf Sie zu. Was war denn für Sie als Intensivpflegekraft bezogen auf diese Erkrankung neu und komplett unerwartet? Neu war erstmal, dass man bei vielen Patienten, die auf einmal kommen, ein sehr ähnliches Krankheitsbild sieht. Also eine Station mit Patienten, die fast alle atemnötig sind, das ist eine ganz neue Erfahrung. Und neu ist auch, dass dieses Krankheitsbild sehr multimorbide ist. Das war vorher mir nicht ganz klar, in wie viele Organe dieses Krankheitsbild betrifft und wie komplex diese ganze Erkrankung ist. Damit habe ich am Anfang nicht gerechnet, weil man aus Fernsehberichten auch noch gar nicht so viel wusste. Jetzt eine neue Erkrankung, klar, auch sehr ungewohnte Situation für Sie als Pflegekraft. Was macht denn den besonderen Aufwand aus? Oder wo ist Ihr besonderer Aufwand als Pflegekraft bei der Pflege von Covid-19-Patienten? Also der Aufwand erstmal für mich als Pflegekraft ist, dass ich mich komplett schützen muss. Also das kostet mich ja erstmal viel Zeit in der Vorbereitung und auch viele Gedanken, dass ich nicht oft wieder das Zimmer verlassen muss, um wieder reinzugehen. Und dann brauchen die Patienten vor allem bei der Atmung sehr, sehr viel Unterstützung. Sowohl die wachen Patienten brauchen viel Unterstützung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, indem man den Patienten Gesichtsmasken anzieht oder mit sehr, sehr viel Fluss von Sauerstoff etwas in die Nase gibt. Dann werden auch wache Patienten auf den Bauch gedreht. Und das ist bei Covid ein ganz großes Thema, diese Bauchlage. Das hat man ja auch vielleicht in vielen Bildern gesehen, dass auf Covid-Stationen Patienten auf dem Bauch liegen, weil es einen Bereich gibt. Es gibt ja den Rückenbereich und den Bauchbereich der Lunge. Und im Rückenbereich sind einfach mehr Lungenbläschen. In den Lungenbläschen findet der Gasaustausch statt. Und wenn man sich vorstellt, man liegt auf dem Bauch, ist die Zwerchfellbewegung einfacher. Die Lungenbläschen können einfacher belüftet werden und der Sekretabfluss ist gewährleistet. Das Ganze sollte mindestens für 16 Stunden sein. Die Patienten sollten also mindestens 16 Stunden auf dem Bauch liegen. Und dieses Verfahren ist sehr, sehr aufwendig. Dafür braucht man einen Arzt und mindestens 3 Pflegekräfte, um die Patienten auf den Bauch zu drehen und wieder zurück. Und ein großer Teil der Patienten, die beatmet werden muss, die also einen Tubus in die Luftröhre bekommen und darüber sehr viel Sauerstoff, kommt auch noch an eine Lungenmaschine. Das heißt, die Atemarbeit kann komplett über ein externes Gerät übernommen werden, ähnlich wie bei einem Nierenersatzverfahren. Und die Überwachung dieses Geräts ist sehr aufwendig. Das sind sehr, sehr dicke Schläuche, die da in den Patienten reingehen und wieder raus. Die Patienten haben auch aufgrund dieses Verfahrens Komplikationen. Und die Pflege ist sehr, sehr intensiv. Sehr aufwendig. Ich habe eine hohe Verantwortung und das erlebt man eben auf dieser Station im Moment nicht bei 2 Patienten, sondern bei 9 bis 10. Und das ist schon eindrucksvoll. Das ist wirklich eindrucksvoll. Also die schiere Anzahl der Patientinnen und Patienten, die dann auch zu betreuen sind, ne? Das ist aufwendige Patienten. Ja. Also ein Teil ist beatmet und muss vielleicht nur auf den Bauch gedreht werden, braucht kreislaufunterstützende Medikation. Und der andere Teil hat auch noch Ersatzverfahren, Nierenersatzverfahren. Also es ist sehr, sehr, sehr komplex. Vor allem braucht man dafür auch sehr viel Erfahrung, um diese Patienten zu betreuen. Das überlässt man nicht einer frisch examinierten Pflegekraft. Da braucht man schon gewissen klinischen Blick bestimmt auch und auch Erfahrung.
Jetzt sagen Sie ja, Bauchlage ist ein Aspekt, ja, wo Sie gelernt haben, dass das besonders hilft. Gab es andere wichtige neue Erkenntnisse für Sie in der Pflege? Wie war Ihre Lernkurve seit Pandemiebeginn? Also es gibt ja unterschiedliche Ansätze, wann man einen Patienten zum Beispiel invasiv beatmet. Da gibt es eben den Ansatz, dass man das möglichst lange herauszögert. Man sieht auch tatsächlich bei den Patienten, dass die teilweise sehr, sehr, sehr lange mit sehr schlechten Sauerstoffsättigungen und nur einer Sauerstofftherapie auskommen, bis es dann plötzlich kippt. Also letztlich ist es diese Instabilität der Patientinnen und Patienten, wenn ich das richtig verstehe, oder? Dass man der Meinung ist, der Patient schafft es noch ohne Beatmung und auf einmal verschlechtert sich die Situation ganz rapide. Ich finde es sehr unterschiedlich und das finde ich auch so tückisch. Es gibt Patienten, die kommen mit einer Sauerstoffsättigung, die wir auch im arteriellen Blut messen können, wo man denkt, mein Gott, wie kann der Patient noch mit mir sprechen? Und er spricht noch mit mir. Und auch da gibt es einen plötzlichen Knick, wo diese stabile Situation kippt. Dann gibt es Patienten, die direkt sehr dyspneisch, also sehr atemnötig zu uns kommen und direkt die maximale Unterstützung bekommen. Und dann nehmen wir hier ja auch viele Patienten aus externen Häusern auf, die dieses Lungenersatzverfahren erhalten. Und diese Patienten haben auch eine unheimlich lange Liegedauer. Das ist halt auch eine neue Erkenntnis. Diese Patienten liegen mehrere Wochen bei uns, teilweise auf immer gleich schlechtem Niveau, selten mit einer Tendenz der Besserung. Sehr oft endet das Ganze eben sehr unglücklich. Und das ist so auch neu, diese wirklich lange Liegedauer mit stagnierendem Zustand. Sie mussten ja auch lernen, mit einer recht hohen Sterberate umzugehen. Was macht das mit Ihnen persönlich und was macht das mit dem Team auf der Intensivstation? Wie ist da Ihre Erfahrung? Also jeder geht ja sehr unterschiedlich damit um und Tod und Sterben kenne ich ja nun auch durch meinen Beruf immer. Ich betreue auf einer Intensivstation ja letztendlich doch sehr oft sterbende Patienten. Aber ja, was macht das mit dem Team? Ich würde sagen, manchmal ein Gefühl von Leere, dass man sehr, sehr viel versucht, um dem Patienten zu helfen und am Ende es nicht geschafft hat. Zum Glück werden uns da auch Supervisionen angeboten, wenn eben ein Fall sehr prägnant war oder Patienten sehr lange bei uns liegen, dass wir dann in einer Teamsupervision darüber sprechen können. Also ich persönlich empfinde dann irgendwie Leere und habe auch manchmal das Gefühl, hätte man noch was machen können oder was hätte man anders machen können. Aber das ist ein Gefühl, das kennen, glaube ich, viele, die auf Intensivstationen arbeiten. Jetzt geht jeder anders mit solchen Situationen um, auch mit der Verarbeitung. Was hat Ihnen geholfen, solche Situationen dann letztlich auch zu verkraften, zu verarbeiten? Also das Gespräch im Team, dass ich, wenn ich wirklich das Bedürfnis habe, darüber zu reden, weiß, dass ich das in meinem Team kann. Aber zu Hause musste ich tatsächlich auch seit der Pandemie viel öfter über meinen Beruf sprechen, als ich es von mir kenne, weil es mich doch schon insgesamt mehr mitnimmt. Also es fällt mir schwer, zu Hause zu sagen, ich lasse es hinter mir, weil man natürlich auch zu Hause die ganze Zeit daran erinnert wird, dass es dieses Thema gibt. Also ich bin betroffen durch meine Kinder, durch unser Leben und durch das, was ich täglich sehe. Aber Gespräche zu Hause, Gespräche mit Kollegen helfen mir da sehr. Wagen wir mal den Blick in die Zukunft. Es deutet sich ja so ein bisschen an, dass die Infektionszahlen zurückgehen, dass die dritte Welle, so hoffen wir alle, überwunden ist. Was heißt überwunden, aber zumindest einen Peak erreicht hat und es von jetzt an besser wird. Glauben Sie, es wird alles in Kürze wieder gut sein oder sind Sie da noch skeptisch? Alles wieder gut sein ist relativ. Also rein pandemisch gehe ich nicht davon aus, dass es in Kürze gut wird. Ich rechne noch weit ins nächste Jahr damit. Und das Ganze hängt ja sehr schwer davon ab, welches Impftempo jetzt eingelegt wird und wie viele Menschen sich impfen lassen möchten und wie die Bereitschaft der Mitbürger ist, weiter sich an die AHA-Regeln zu halten.
Das ist ja ganz komplex. Ich hoffe einfach, dass es sich ein bisschen durchs Impfen entspannt. Aber ich denke, dass wir noch bis weit ins nächste Jahr Einschränkungen haben werden. Haben Sie einen Appell aus Sicht der Pflegekräfte an die Öffentlichkeit? Ja, also solidarischer Gedanke, wenn wir alle mitmachen, geht schneller, weil das Virus braucht den Menschen zur Übertragung. Wenn ich bereit bin, mich noch eine Zeit lang zurückzunehmen und auf Dinge zu verzichten, geht es schneller. Und wenn es eine Bereitschaft gibt zum Impfen, geht es auch schneller. Und das würde ich mir für alle wünschen, für die Erkrankten und auch für uns als Pflegende. Frau Wacker, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen alles Gute. Dankeschön. Danke, tschüss. Tschüss. Thank you.